So, nun aber. 10:50. Alles klar. Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einem neuen Monatsrückblick. Hallo. Erstmal, bevor wir anfangen, möchte ich etwas probieren. Und zwar habe ich das hier noch in meinem Kühlschrank gefunden. Ich hatte ja Besuch. Vor kurzem habt ihr wahrscheinlich im Video gesehen irgendwo. Video? Ja klar, ich habe ja auch einen Vlog darüber gemacht, ne? So ein bisschen zumindest. Der Pronob war nämlich bei mir, der Pronob2k hier von YouTube, ich weiß nicht, ich habe den vielleicht schon ein paar Mal, habe ich ihn schon mal erwähnt, kann sein. der hat mich ja besucht zur Gamescom und das ist noch ein Überbleibsel von ihm, Schweppes Cola. Und ich wollte jetzt das mal probieren und ich dachte mir, ach, wenn du sowieso den Monatsrückblick jetzt aufnimmst, warum nicht einfach im Monatsrückblick? Ja... Meinte, sie ist nicht ganz so mega süß wie die normalen Colas, die man halt so kennt. Ja, da gucken nämlich auf. Ja, jawohl, ich nehme auf. Jo. Aber eine Flasche möchte ich jetzt nicht mehr trinken. So. Ja, Monatsrückblick für den Monat August. Der ist schon wieder rum. Wahnsinn, wie schnell das ging. Und ja, erstmal als allererstes, wie ihr sehen könnt, habe ich wieder ein bisschen umgeräumt. Es ist nicht sonderlich viel, aber sehr gravierend für mich. Denn ich habe mir einen neuen PC gegönnt im August. Und damit möchte ich mal anfangen, denn das ist vermutlich so das interessanteste Thema diesen Monat gewesen. Denn es war zwar Gamescom und so, aber da war ich ja nicht, wie ihr schon festgestellt habt. Deswegen möchte ich mit dem Thema PC anfangen. Ich habe da auch, glaube ich, in einem Vlog was zu erzählen. Ich habe da kurz erwähnt, dass ich mir quasi in so einer 0815, nicht 0815, wie sagt man denn da, in so einer Hals über Kopf, in so einer Nacht- und Nebel-Aktion, obwohl es tagsüber morgens war, habe ich mir überlegt, ach scheiß drauf, kauf dir einen komplett neuen PC. Und habe unser ganzes Sparbuch, also fast unser ganzes Sparbuch geplündert und ja, hab jetzt einen neuen PC hier stehen. Ich drehe mal eben die Kamera, ist ja kein Problem mit dem Ding, weil ich hier kein Mikrofon dran habe. Da steht das gute Stück. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Jetzt geht das Ganze natürlich bei mir auch so aus. So. Und so, jetzt muss ich hier erstmal wieder hochklappen, damit ich sehen kann, ob die Kamera so ordentlich einsteht. Ja, tut sie. Kannst du wieder runterklappen. Sehr geil. 3 Minuten verballert für nichts. Ja, denn mein PC, ich habe langsam die Schnauze voll gehabt. Ich kann es ja noch mal so ein bisschen erzählen. Ich habe mit dem alten PC, ich hatte ja nur Probleme. Es ist andauernd beim, egal, ich konnte noch nicht mal sagen, es stürzt nur beim Aufnehmen, aber es stürzte beim Rendern ab manchmal. Manchmal stürzte er einfach nur so mittendrin mal ab, wenn ich gar nicht groß was getan habe. Manchmal stürzte er beim Hochladen ab. Das war vollkommen random irgendwie, wie das Ding abgestürzt ist hier. Und ja, ich wusste nicht mehr weiter. Ich habe mir alles, was irgendwie, wo ich dachte, es könnte kaputt sein oder was meine Leute gesagt haben, das könnte vielleicht daran liegen, habe ich ausgetauscht. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre das Hitzeproblem. War es nicht. Ich habe die ganzen Lüfter eingebaut. Ich habe vorne, unten einen dicken CPU-Lüfter drauf. Konnte das ganze Ding um ungefähr 30 Grad fast runterfahren. Das war es nicht. Immer noch Absturz. Dann habe ich die Festplatte ausgetauscht, die zweite, weil die alte einen Sektorfehler hat. In 2 Sektoren. Was jetzt, ich weiß nicht, wie, ob das gravierend ist oder nicht, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das ausgetauscht. Ging auch nicht, stürzte immer noch ab nach einiger Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bevor du jetzt anfängst und tauschst hier ein altes Bauteil nach dem anderen aus und musst ja dann alle alten Bauteile auch neu kaufen und am Ende findest du den Fehler nicht und musst dann doch ein neues holen und musst dementsprechend dann alle anderen Sachen auch neu holen. Denn ihr kennt das, wenn ich jetzt mein Board ausgetauscht hätte, hätte ich sofort auch CPU, RAM, was auch immer austauschen müssen. Dann zieht es natürlich noch nach sich, dass die Grafikkarte das Ganze wahrscheinlich ein bisschen gebremst hätte. War jetzt bei meinem alten System auch schon das langsamste Bauteil von allem. Das heißt, ich kam früher oder später eh nicht drum rum, mir einen neuen PC zu holen. Und dementsprechend habe ich jetzt hier einen neuen Computer rumstehen. Deswegen nehme ich auch jetzt mit dieser Kamera hier auf. Normalerweise wollte ich, ich finde dieses mit dieser Perspektive gar nicht so uncool eigentlich. Ich habe zwar gesagt, ich nehme hier drin nicht mehr
mit dem Weitwinkel auf. Aber jetzt, wo ich ja so cool in der Ecke sitze, finde ich es gar nicht so schlecht mit diesem Weitwinkel. Und eigentlich nehme ich aber, wenn ich dann schon diese Kamera hier benutze, ja, dann nehme ich wenigstens das große Mikrofon. Allerdings kann ich momentan mit dem Computer nichts machen, denn ich installiere hier hinten meine Windows 7 Updates. Das war nämlich auch so ein Krampf. Ich habe mir das Ding hier aufgebaut, das Ding kam an. Was das genau für ein PC ist, was da für Komponenten drin sind, was ich jetzt da mit vorhabe, was ich vielleicht noch nachrüsten werde, weil ich habe da noch einige Möglichkeiten jetzt, das werde ich dann in einem separaten Video euch alles erzählen und das Ding auch mal zeigen und vielleicht mal aufmachen und sowas. Ja, und dann gucken wir uns das dann mal an. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Außer, dass es keine Höllenmaschine ist. Also, mein Limit waren 640 Euro und die habe ich auch mit 644 knapp einhalten können. Ja, auf jeden Fall wollte ich halt Windows 7 installieren wieder. Das ist auch, ich bin auch manchmal. Seit 2 Wochen kann man Windows 10 nicht mehr umsonst updaten. Das heißt, man muss es jetzt irgendwie, oder seit 3 Wochen mittlerweile. Man muss es jetzt bezahlen, Windows 10, was ja auch kein Problem ist. Ich würde sie auch kaufen, aber das war halt natürlich jetzt erstmal noch zu teuer dann. Habe ich mir gedacht, scheiß auf Windows 10, installierst du nochmal Windows 7. Habe das getan, jetzt vorgestern, als der Rechner ankam, lief alles auch direkt ziemlich zügig. Habe alle Treiber installiert, bla bla. Habe danach festgestellt, okay, die Grafikkarte hat 2 DVI-Ausgänge, die wollte ich haben, damit ich mit beiden Monitoren arbeiten kann, weil ich da mittlerweile so dran gewöhnt bin. Dann habe ich aber gesehen, der eine DVI-Ausgang, es gibt wohl unterschiedliche DVI-Buchsen und Stecker und sowas. Und zwar einmal gibt es den mit den 24 Pinnen und daneben ist einfach nur ein Strich, 24 plus 1 ist das dann quasi. Und es gibt 24 plus 5 anscheinend, wo an dieser Strich, also dieses Plättchen, was da drin ist ja kein Pin, das ist so ein Plättchen. Und da sind unten und oben jeweils nochmal 2 Pinne. Ja, und diese Grafikkarte hat oben den mit 24 plus 5, sage ich mal, und unten den 24 plus 1. Warum auch immer. Ich hatte aber jetzt nur 2 Adapter hier mit 24 plus 5 Pinne. Dementsprechend konnte ich meine Monitore nicht beide anschließen. Dann habe ich mir, weil ich hatte noch diese VGA-Kabel mit den Adaptern und habe jetzt gedacht, weil der kleine Monitor, der zweite, der hat keinen DVI-Eingang. Der große, mein neuer, in Anführungszeichen, aber schon. Und dann habe ich mir jetzt ein DVI-Kabel bestellt. Das kam mit 24 plus 1 an, obwohl ich das eigentlich anders vorbestellt, keine Ahnung. Und dann habe ich mir noch einen Adapter bestellt, der halt 24 Pinne plus dieses eine Ding nur haben sollte für den zweiten Monitor, dass ich halt das so anschließen kann. Und es kam im Grunde genau umgekehrt. Der Adapter hat jetzt wieder dieses Plättchen und die Pinne, wo ich schon 3 Stück von hier rumfliegen habe oder 4, die ich nicht brauchen kann. Und das DVI-Kabel hat das genau andersrum. Das heißt, ich habe jetzt einfach die Ausgänge hinten getauscht und bla, habe das dann hier so geändert, das reicht mir. Das ist ja in Ordnung so. Auf jeden Fall, das habe ich dann gemacht. Hatte ich die beiden Monitore wieder. Jetzt wollte ich mein Elgato Game Capture Gedöns installieren. Magix läuft schon wieder. Das ist ja, wenn man ein komplett neues System hat, ein komplett frisches Windows drauf hat, egal was für eins, dann muss man, vor allem bei Windows 7, waren es ja mittlerweile, Unmengen an Updates. Ich weiß noch, beim letzten Mal habe ich dann den Computer nach der Neuinstallation und den Treibern habe ich ihn runtergefahren und hat er gesagt, 300 Updates gefunden. Jetzt installieren, ja, habe ich es angeklickt und da hat er die ganze Nacht installiert. Jetzt ist aber das Problem gewesen, dass ich beim Runterfahren kam diese Frage nicht. Oder kam nicht, Updates werden installiert. Da dachte ich so, okay, merkwürdig. Dann wollte ich, wie gesagt, meine Elgato Game Capture Software installieren. Was er auch getan hat, aber es funktioniert nicht und er konnte es nicht richtig installieren, weil mir irgendwas Bestimmtes von Windows fehlt. Ich denke, okay, Windows Update separat gesucht, er sucht und sucht und sucht und sucht und sucht und nichts tut sich. Und er sucht immer weiter. Updates werden gesucht. Und es gibt keine Windows 7 Updates mehr offiziell, die man über Windows runterladen kann. What the fuck? Die haben eiskalt mal die Server quasi abgeschaltet, wo man die Updates runterladen konnte, sodass man gezwungen ist, im Grunde Windows 10 zu holen. Jetzt, wo es was kostet, wo man es nicht mehr kostenlos updaten kann. Naja, Microsoft halt, da kennt man ja schon. Und ich habe dann meine schlauen Leute alle gefragt und die haben direkt ihre ganzen Hebel in Bewegung gesetzt und haben gesucht für mich. Und es gibt das halt noch über verschiedene Anbieter. Ich glaube, die Hauptseite ist winfuture.com oder so, wo man halt so ein Pack runterladen kann,
Gibt es auch von chip.de und sowas alles. Da kann man so eine ZIP-Datei, ich glaube, die ist 2,5 GB groß, die kann man da runterladen. Und dann hat man so einen Installer, der die ganzen Updates von Windows 7, die es bis dato gab, in einem Paket hat. Und der installiert das gerade im Hintergrund. Und deswegen kann ich, lange Rede, gar keinen Sinn, diesen PC aktuell nicht nutzen, für, um meine Tonspur aufzunehmen oder so, weil ich halt die Updates im Hintergrund installiere. Und zwischendurch startet er halt schon mal neu. Er ist jetzt gerade aktuell bei 148 von 153 Updates und danach wird er neu starten und mit Sicherheit noch welche installieren. Ja. Okay, soviel also erstmal zu meinem neuen PC. Ich bin, also das ist immer total merkwürdig, wenn man so einen neuen PC bekommt, in meiner Konsole, das ist auch geil natürlich, eine Konsole, aber die schließe ich an, die schalte ich an und habe eigentlich keine große Angst, dass da irgendwas passiert. Ich meine, es gab ja den Fall, dass bei der Wii U am Anfang das erste Update, was gezogen wurde, wenn man das abgebrochen hat, war die Konsole, konnte man sie quasi nicht mehr richtig benutzen. Ich meine, wer ist auch so bescheuert und bricht so ein Update ab, wenn es einmal läuft. Also, aber gut, passiert alles. Das muss, kann ja auch unfreiwillig passieren, dass man halt aus Versehen was drückt oder keine Ahnung. Und, aber generell bei einer Konsole schließe ich das Ding an, starte das, er installiert die Updates und es funktioniert. Und das ist halt, weil das eine geschlossene Kiste ist. Und ich habe mir diesen Rechner jetzt zusammengebaut bestellt. Das war dann im Endeffekt ein bisschen teurer. Ich hätte mit Sicherheit, was mir einige gesagt haben, was mir auch vollkommen klar ist, für denselben Preis die einzelnen Bauteile kaufen können, hätte was Besseres bekommen, so ein bisschen besser. Aber ich wollte es halt zusammengebaut haben, weil ich keinen Bock hatte, das zusammenzubauen. Ich hätte es auch hinbekommen, ich hätte es mit Sicherheit auch irgendwann so sauber hinbekommen, wie es jetzt ist, aber da hätte ich halt 3 Tage dran hantiert, wahrscheinlich. Weil ich halt einfach nicht so viel Zeit habe, um mich hier stundenlang hinzusetzen, das Ding zusammenzuschrauben. Jetzt heute hätte ich das machen können. Aber ich wollte es halt fertig haben, damit ich heute das Ding nutzen kann. Was ich nicht kann, weil das Updates, also egal. Auf jeden Fall bin ich ganz zufrieden mit dem Teil. Es kam jetzt so an. Es sieht wunderbar aufgeräumt aus da drin. Ich installiere jetzt die Updates und hoffe, dass danach alles wieder läuft und dass ich dann gleich vielleicht sogar noch ein bisschen was aufnehmen kann. Und damit ich wenigstens für morgen, weil heute Samstagabend, morgen ist quasi der Monat schon so gut wie zu Ende, habe ich mir gedacht, nimm den Monatsrückblick einfach mit der Legria auf. Das ist, geht ja auch ganz klar eigentlich. Und hier sitze ich. So viel zum Thema neuer PC. Wie gesagt, Video kommt dann irgendwann, wenn ich da Bock zu habe. Ich mache das Ding dann nochmal auf oder so. Ich habe natürlich heute hier voll geschwitzt hier unten. Bei mir hier unten geht es von der Temperatur eigentlich. Wir haben aktuell draußen 37 Grad gehabt heute. War so Höchsttemperatur irgendwie. Es war mega schwül. Und ich bin hier unten gewesen. Meine Frau und die Kleine waren draußen und waren da am Wasser und keine Ahnung, so einen Mini-Pool haben wir gekauft und sowas. Aber ich hatte keine Lust in der Hitze da schon wieder rumzusitzen. Ich dachte, ich mache den PC fertig. Und hab das hier alles so ein bisschen umgebaut, hab nebenbei auf meinem Handy mit Sky Go Bundesliga laufen lassen, ist ja wieder losgegangen. Ja, und da wurde es hier unten tatsächlich richtig warm. Ich habe, wie gesagt, den ganzen Schreibtisch wieder abgeräumt. Ich habe alles abgebaut wieder, ich habe die Monitor runter, PC runter, abgesteckt, alles, PlayStation raus, dieses Kabel aus diesem Schacht unter dem Schreibtisch raus und dann alles wieder neu reingebaut. Ich meine, es ging diesmal schneller als beim ersten Mal, aber trotzdem war es, alter Schwede, habe ich geschwitzt hier unten. Meine Frau kam irgendwann rein, sieht mich von hinten beim T-Shirt, anscheinend war mein Rücken komplett nass und die sagte, ah, bist du am Schwitzen? Naja, so. Thema Computer erstmal abgeschlossen. Ich bin froh, dass die Kiste läuft. Achso, genau, das weiß ich, was ich eben sagen wollte. Den neuen PC, wenn man den aber bekommt, auch wenn er komplett zusammengebaut war, das habe ich eben voll vergessen. Deswegen habe ich das mit den Konsolen erzählt. Meine Güte, ey. Trotzdem hatte ich, wie ich das alles angeschlossen habe, habe ich gedacht, oh Gott, drückst du jetzt echt auf Power? Nicht, dass das Ding, keine Ahnung, das ist total Banane, weil das Ding wurde ja getestet von denen. Ja, nichtsdestotrotz ist, bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ich sowas anmache oder so. Naja, okay. Dann haben wir das nächste Thema. Wie gesagt, ist der Besuch von Pono2K anhand der Gamescom. Aufgrund der Gamescom, wo ich ja nicht war, da habe ich ja auch noch ein paar Videos zu gemacht, warum ich nicht da war und habe dann da noch mal kurz dazu gesagt. Möchte ich jetzt erstmal so stehen lassen, das Ganze. Bin auf jeden Fall froh, dass viele Leute das so akzeptieren. Das habe ich ja beim letzten Vlog, glaube ich, auch schon gesagt. Warum ich nicht gekommen bin. Ich denke mir, ich werde nächstes Jahr wieder mit dabei sein, sofern ich einen Urlaub bekomme. Das ist dann die nächste Frage. Aber generell, der Grund, warum ich dieses Jahr nicht da war, das wird nächstes Jahr mit Sicherheit nicht mehr der Fall sein. So, der Kevin war hier, der Prono mit seiner Freundin und der Basti, der Animatiker, war einen Abend hier auch mit seiner Freundin und wir haben alle zusammen schön gegrillt. Ich möchte euch dazu, weil ich habe an diesen Tagen von uns fast gar nichts gefilmt. Ich habe ein bisschen gefilmt, als ich mit dem Prono auf der Staumauer oben war. Habt ihr aber schon im Vlog gesehen. Und deswegen möchte ich euch
Vielleicht denke ich daran und verlinke es hier irgendwo oder aber in der Videobeschreibung. Da kommt ihr erstmal halt auf den Kanal von ProNoob2k oder halt ihr klickt direkt auf den Link mit dem Video. Denn er hat speziell, als er hier war die Tage, hat er ein paar Sachen aufgenommen und das ist ein ziemlich lustiges Video eigentlich geworden, weil wir ziemlich viel Blödsinn gemacht haben und er hat das Ganze ganz cool zusammengeschnitten. Und deswegen möchte ich euch das mal empfehlen. Guckt mal unten rein. Das ist also nicht nur von ihm was. Da bin ich auch die ganze Zeit mitzusehen. Guckt auf jeden Fall mal rein. Lasst einen Daumen bei ihm nach oben da oder abonniert den Kerl halt einfach direkt. Ja, da brauche ich gar nicht viel zu sagen, denn es war eine coole Zeit. Das seht ihr auch im Video. Ja. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, Gamescom habe ich gerade kurz angesprochen. Und jetzt kommt ein bisschen was an Ironie. Nämlich, ich weiß nicht, ob manche das vielleicht in den Nachrichten die letzten Tage mitbekommen haben, das war in den Nachrichten sogar oder war halt auch in den lokalen Medien sehr vertreten. Nämlich, ich fahre nicht zur Gamescom, weil meine Frau mich bittet, aufgrund von Sorgen von einem Terroranschlag nicht zur Gamescom zu fahren. Deswegen fahre ich nicht zur Gamescom. Dann ein paar Tage später, ich bin wieder auf der Arbeit, gucke bei Facebook rein, lese ich da, Blutbad in meinem Ort hier. Ich denke, what the fuck? Da hat tatsächlich jemand ein paar Häuser weiter, mehr oder weniger, also es ist von der Luftlinie vielleicht 200 Meter, 300 Meter, hat jemand einen anderen abgestochen, der tatsächlich gestorben ist daran. Wo wohne ich hier? Das ist ja total Wahnsinn. Und deswegen die Ironie bei der ganzen Sache. Ich gehe nicht auf ein großes Event aus Angst vor irgendwelchen Sachen, die passieren können. Und dann hier 200 Meter weiter passiert etwas. Was natürlich jetzt kein Terroranschlag oder sonst irgendwas war. Es war einfach nur ein Eifersuchtsdrama, so möchte ich es mal nennen. Aber trotzdem ist das schon echt merkwürdig gewesen. Ja, der gute Kerl hat einen anderen abgemurkst. Den neuen von seiner Ex-Freundin hat er abgemurkst. Warum macht man sowas? Mir tut das mega leid für die Familie, die da jetzt mit so einem Drama umgehen muss. Und naja, ich gucke hier die ganze Zeit runter. Ihr seht ihr schon auf mein Handy. Das liegt ja vor mir mit den ganzen Notizen. Und im Grunde war das schon fast wieder alles. Denn dass ich im Urlaub war, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und da habe ich auch ein Video zusammengeschnitten, was eigentlich ganz cool geworden ist. Ich habe natürlich, ich versuche ja so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ich versuche eigentlich meine Tochter komplett aus den Videos rauszunehmen. Meine Frau, die sieht man ab und zu schon mal, die war ja auch selber schon bei einem Video mit dabei. Oh, mein Rechner startet gerade neu. Das heißt, gleich gehen die nächsten Updates los. Ja, Urlaub halt. Ich werde jetzt die Tage noch ein Video zusammenschneiden, wenn ich schon mal Zeit habe, für uns selber, wo halt dann alles mit bei ist, was ich so gefilmt habe. Denn ich habe, glaube ich, das Material, was ich jetzt benutzt habe, das war noch nicht mal ein Drittel von dem, was ich gefilmt habe. Aber überall sieht man halt meine Family und das werde ich natürlich nicht für YouTube benutzen. Ja, war aber ein schöner Urlaub auf jeden Fall. Wir überlegen das nächstes Jahr, ob wir tatsächlich nochmal dahin fahren. Oder ob wir ganz woanders hinfahren, nämlich in den Süden von Deutschland, irgendwie in die Berge oder sowas, wäre auch mal eine coole Sache. Aber mal abwarten. Ich merke auch gerade die ganze Zeit, ich bin nicht darauf vorbereitet gewesen, jetzt hier doch den Monatsrückblick schon aufzunehmen. Eigentlich wollte ich das jetzt am Mittwoch machen, weil ich dachte, der Monat ist ja noch nicht rum, aber was soll in diesen 3 Tagen hier noch groß passieren? Deswegen, ich hoffe, ich komme nicht so gelangweilt drüber. Ich langweile mich gerade selber mit dem, was ich hier erzähle. Naja, ihr kennt das ja eh. Ihr könnt das Ding auch einfach minimieren und wenn ihr zockt irgendwie, könnt ihr mir zuhören. Das reicht ja vollkommen aus. Ja, passiert sonst außer das hier sowieso nichts. Ja, was habe ich jetzt noch hier stehen? Neuer PC, ProNoob zu Besuch, die Gamescom, da habe ich kurz was zu gesagt. Da, ich glaube, dieses Jahr habe ich nicht so viel verpasst. Also, klar, es ist immer cool, wenn man da hin. Okay, sind jetzt alle Updates installiert oder was? Crazy shit. Cool, das wäre natürlich was, wenn das schon fertig wäre. Ja, trotzdem ist es halt schade, wenn man nicht auf die Gamescom kann, aber ich glaube, dieses Jahr habe ich nicht so viel verpasst, weil es waren auch viele Leute gar nicht da. Die Leute, die da waren, waren auch alles Leute, die, glaube ich, die letzten Jahre da waren, außer... Ne, stimmt gar nicht, was rede ich denn da? Der Dave war, glaube ich, noch da, den ich noch nicht gesehen habe, von Gamepad Empire. Der Bernie 81 war da, den ich gern getroffen hätte,
und auch Sanjo Dritschi, die beiden Schweizer waren da, die ja inzwischen eine mega lange Anreise hatten. Und ja, habe ich leider alles verpasst, diese Leute. Ansonsten, wie gesagt, das ist aber so das Einzige, wo ich mir denke, oh, das hast du verpasst. Die anderen Sachen, so die Messe an sich, das ist ja sowieso, der Ponop hat es auch in seinem Vlog jetzt gesagt, die ist ja im Grunde eh immer dasselbe. Wenn man jetzt mehrere Jahre hintereinander da war und es wird nicht gerade eine neue Konsolengeneration vorgestellt oder sonst irgendeine super neue Technik, dieses Jahr war es halt VR, Virtual Reality, aber das ist was, was mich eigentlich so gar nicht interessiert irgendwie. Oder was heißt nicht interessiert? Ich werde es mir mit Sicherheit irgendwann kaufen. Oh mein Gott. Irgendwann kaufen, aber im Moment jetzt nicht, dass ich dafür auf eine Messe gehe, um mir das anzugucken. So wichtig ist mir das irgendwie nicht. Naja, deswegen, jetzt werden wir sehen. Wie gesagt, nächstes Jahr die Gamescom, da werde ich, wenn ich dann Urlaub bekomme, Urlaub habe, was auch immer, dann werde ich vielleicht nur freitags da sein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich beide Tage hinfahren werde. Denn im Grunde, ja, fahre ich eh nur dahin, um Leute zu treffen. Oder würde hinfahren, um Leute zu treffen, sagen wir es mal so. Das weiß ich aber erst. Nächstes Jahr ist noch so lange hin, da kann noch so viel passieren bis dahin. Naja, das war's schon mit allgemeinen Sachen, die ich euch so erzählen kann, was ich so getrieben habe und wie mein August so war. Ich habe hier so viel stehen, aber im Grunde war es das alles schon. Wie gesagt, neuer PC, Gamescom, Urlaub, YouTuber-Besuch, Mocht im Dorf. Habe ich schon aufgeschrieben. Nee. Ja, was habe ich so gezockt diesen Monat? Ich habe mir auch was mitbringen lassen vom Produkt. Okay, das wollte ich, das werde ich als erstes jetzt mal abarbeiten, denn ich weiß nicht, ob man es. Naja, kann man wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe gerade, bevor ich das hier angefangen habe aufzunehmen, habe ich mir gesagt, ach komm, tu mal ein Spiel rein, was ich nicht in einem Let's Play spiele. Und das ist was, das hat der Jetevin mal angesprochen, in der letzten, ich glaube in seinem letzten Wochenrückblick, der macht ja diese Wochenrückblicke, der alte Klausack. Er macht ja Wochenrückblicke und er hat in einem gesagt, dass er es manchmal komisch findet oder es ihn nervt. Er wollte ein Spiel spielen und hat dann gedacht, ja, was spielst du denn? Weil das spielst du im Stream, das spielst du im Stream, das streamst du und das streamst du auch. Ja, geil. Und er hatte aber Bock auf irgendeines von diesen Spielen und hat dann, ich konnte nicht weiterspielen, weil er auch keinen Bock hatte zu streamen oder konnte nicht streamen aus irgendwelchen Gründen. Und so ist es bei mir mit den Let's Plays manchmal auch. Wenn ich hier sitze zum Beispiel und ich habe meine Aufnahmen alle fertig und habe das Ganze geschnitten und die rendern, dann habe ich aber manchmal noch Bock, irgendwie was zu zocken oder so. Wenn ich auch manchmal hier runtergehe und denke ich mir, jetzt nimmst du ein, zwei Videos auf und dann, oh, da habe ich so nicht mehr die richtige Lust zu reden. Das kennt man, die von euch, die Videos machen, die werden das vielleicht kennen. Manchmal setzt man sich hin, dann hat man zuerst Bock, dann denkt man sich dann, ach nee, eigentlich würde ich jetzt gerne die Fresse halten. So, das, ja, manchmal habe ich das halt. Updates werden geplant installiert. Moment. Die Updates werden beim nächsten herunterfahren des Computers oder mal. Okay, dann. Fahren wir das Ding mal herunter. Dann sitze ich hier und denke mir, ach nee, du könntest jetzt irgendwas zocken, ohne zu labern. Einfach mal nicht aufnehmen, die Fresse halten, vielleicht Kopfhörer an, schönes Spiel einfach nochmal genießen. Ich meine, ich genieße die Spiele, wenn ich sie selber, wenn ich sie Let's Player ja auch. Der Pronop hat es auch letztens mit mir geschrieben. Er hat in einem Uncharted-Part richtig gemerkt, dass ich da keinen Bock auf diesen Part gerade hatte. Und deswegen denke ich mir, man merkt das halt. What the fuck? Man merkt es halt auch, wenn ich richtig Bock habe oder wenn ich mich richtig freue. Das merkt man natürlich auch. Deswegen genieße ich ja die Spiele beim Let's Playen auch. Genauso, wie wenn ich es nicht tun würde. Aber trotzdem habe ich manchmal Bock, irgendwas zu spielen. Ja, und, so, ich fahre den Rechner mal eben wieder hoch. So. Und das ist manchmal echt schwierig. Ich sitze dann manchmal hier und denke mir, was spielst du denn jetzt? Spielst du noch eine Runde FIFA? Ja, cool. Deswegen habe ich ja bei FIFA mehrere Karrieren gestartet, weil ich da einfach Bock hatte, neben meiner Trainerkarriere fürs Let's Play noch was anderes auszuprobieren oder einen anderen Verein zu nehmen oder so. Deswegen auch mein Gedanke bei FIFA 17 werde ich nicht die Bayern nehmen im Let's Play. Da werde ich dann vielleicht einen englischen Verein nehmen oder sowas, oder einen spanischen, einfach damit ich was anderes nochmal mache. Und ich kann nebenbei die Bayern spielen, für mich privat selber dann so. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gerade eben, weil hier mein PC halt noch am Rödeln war und ich nichts aufnehmen konnte, habe ich gedacht, ach, dann fängst du halt mal was ganz Neues an. Und der Pronop hat mir das mitgebracht. Es gab ja diese 3-4-49 Aktion oder irgendwie sowas beim Mediamarkt. Und da haben er, der Animatiker und ich, wir haben uns überlegt, da was zusammen zu bestellen, weil jeder wollte nur so, wenn überhaupt ein Spiel. Also ich hätte jetzt niemals drei zusammenbekommen. Ich habe jetzt auch, habe dann die Liste mal durchgeguckt und hätte gesagt, ja, du würdest das nehmen. Das war es dann auch schon.
Und das war Fallout 4, war nämlich mit dabei. Denn ich habe damals Fallout 3 mal angefangen, was mich aber nie so richtig... Ich habe da angefangen damals und habe die ersten paar Quests gemacht, blablabla, und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dann halt rumgelaufen bin und habe ein bisschen was erkundet, und dann bin ich gestorben und bin dann wieder komplett beim letzten, weil das automatische Speichern nicht an war oder es speichert halt nicht automatisch, ich weiß es nicht, war ich wieder am Arsch der Welt und habe gesagt, nee, da hast du keinen Bock drauf. Jetzt hast du fast 2 Stunden verloren oder so, oder 1,5 Stunden, und jetzt musst du das nochmal alles neu machen. Habe ich abgebrochen, direkt wieder aufgehört. Obwohl das ganz cool war eigentlich. Gerade war fast dasselbe schon wieder. Ich habe Fallout 4 angefangen gerade und fand den Anfang okay. Das hat mich jetzt nicht... Es gab einen coolen Moment, so wenn man aus der Vault rauskommt am Anfang, das haben sie ganz cool inszeniert mit diesem... Das Licht, was dann kommt, dann wird es am hell und boah, und er sieht nichts am Anfang, weil er halt da 200 Jahre, er fährt man dann ja unter der Erde quasi, in so einem Tiefschlaf irgendwie drin war. Das war ein cooler Moment, aber so der Anfang, zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man macht die Türe auf, weil dieser Vertreter vor der Türe steht, der einen dann den Eintritt in die Vault quasi gewährt. Und kurz danach geht man quasi zum Fernseher und dann, oh mein Gott, Katastrophenalarm, so innerhalb von 2 Minuten, wie vorhersehbar. Vielleicht kommt da im späteren Spielverlauf noch was bei rum, dass das halt Absicht war, dass sie quasi extra uns diese Genehmigung gegeben haben, in die Vault reinzugehen, und als wir das quasi unterschrieben haben, dann haben sie selber die Katastrophe gestartet. Sowas Ähnliches vermute ich ja nämlich. Aber ich habe dann halt weitergespielt, gerade eben noch ein bisschen. Dann habe ich auch den Hund gefunden. Das ist ja ziemlich am Anfang direkt. Und dann bin ich schon gestorben, relativ zügig. Also blöden Insekten. Und irgendwie habe ich dann gedacht, nee, du machst wieder aus. Du hast da keine richtige Lust für das. Ich denke mir immer, wenn so ein Spiel rauskommt, das habe ich bei vielen solcher Spiele, ich denke dann, boah, da hättest du Bock drauf, geil, das würdest du jetzt gerne spielen. Dann besorge ich mir das, wie jetzt Fallout 4 halt. Hab die ganze Zeit überlegt, boah, das fängst du jetzt bald an. Dann habe ich es eben reingetan, spiele das und denke mir so, nee, irgendwie doch nicht. Und deswegen, ich habe es auch gerade schon wieder gelöscht von der Festplatte, erstmal von der PS4, damit ich ein bisschen mehr Platz wieder habe. Hab's ins Regal gestellt, vielleicht gebe ich mich irgendwann nochmal dran, aber jetzt gerade denke ich eher so, nee, wahrscheinlich wirst du das nie wieder anpacken. Naja, es hat mich das Ganze 16 Euro gekostet aufgrund dieses Deals da von Mediamarkt. Mal sehen. Ich finde es im Grunde, finde ich dieses Spiel ja sehr cool, so dieses ganze Endzeit-Setting. Ich bin zwar kein großer Endzeit-Stimmung-Dingens-Fan, Endzeit-Setting, aber das fand ich eigentlich so immer ganz cool, wenn man halt Sachen sammeln kann, man kann diese verrottete Welt erkunden, man findet doch noch irgendwie Menschen und bla bla. Dieses Prinzip fand ich schon ganz in Ordnung, aber irgendwie fesselt es mich nicht. Das habe ich gerade wieder gemerkt. Das heißt, wenn irgendwann Fallout 5 kommt oder irgendwas anderes, werde ich es einfach dann endgültig ignorieren, mit Sicherheit. Ja, so viel auf jeden Fall erstmal zu Fallout 4. Das Fallout und ich, wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Dann habe ich natürlich FIFA gespielt. Das erwähne ich ja immer ganz kurz, weil das seht ihr alles im Let's Play, ja. Oder könnt ihr ja in der Abo-Box sehen. Oh, der Finch hat wieder ein paar FIFA-Parts aufgenommen. Bei FIFA 16, das neigt sich jetzt bald dem Ende entgegen. Da wird es wahrscheinlich Ende September nochmal ein ganz kurzes Statement zu geben, weil im September werde ich jetzt versuchen, die letzte Saison, also die letzten Spieltage, die ich jetzt noch habe. Ich bin... in der zweiten Saison von meiner Karriere, das wird bei FIFA 17 ein bisschen anders laufen, weil die starte ich ja dann halt sofort. Mit FIFA 16 habe ich erst nach einem halben Jahr quasi angefangen oder so im Januar irgendwie. War noch später, glaube ich, weiß gar nicht. Da werde ich versuchen, bei FIFA 16 bis zum Ende des Monats, jetzt bis Ende September, diese Karriere oder diese zweite Saison, in der ich jetzt hänge, noch zu beenden. Ich bin da jetzt schon im Februar, glaube ich, angekommen. Beim Kalender. Und das heißt, es geht ja nur noch bis Mai oder so. So viele Sachen sind da nicht mehr. Ich bin, glaube ich, bei Spieltag 24 von 34. Das heißt, da in der Liga, sage ich mal, sind es noch 10 oder 12 Spiele. Das weiß ich nicht so genau. Dann habe ich noch die Champions League-Spiele und ein paar DFB-Pokalspiele. Das heißt, ich werde vielleicht noch so, ja, 20 Videos machen bei FIFA 16. Die werden natürlich alle im September kommen. Die möchte ich dann, bis FIFA 17 draußen ist, das beendet haben. Damit ich dann quasi, das wird wahrscheinlich sogar nahtlos auf FIFA 17 dann übergehen und werde dann da meine Karriere wieder starten mit einem anderen Verein. Das muss ich mal, ich gucke mir natürlich FIFA 17 erstmal an, wie das so funktioniert und auf welcher Schwierigkeitsstufe ich dann spielen werde und so weiter und so fort. Aber generell denke ich mal, wird FIFA 16 jetzt schön im September auslaufen und dann starte ich Ende September, Anfang Oktober mit FIFA 17
wieder mit einer Trainerkarriere und vielleicht auch diese, this, wie heißt das nicht, The Story, sondern auf jeden Fall dieses Story-Modus von FIFA 17, den werde ich dann vielleicht auch let's playen. Das muss ich mal sehen, wie viel Bock ich dann darauf habe. Dann das nächste Spiel, was ich angefangen habe, ist No Man's Sky. Das kam im August raus. Das gefällt mir bisher, sehr gut. Ich habe zwei Parts aufgenommen. Das heißt, was ihr jetzt gesehen habt, weiter bin ich auch noch nicht. Denn ich möchte erst noch andere Sachen zu Ende bringen, bevor ich das weiter aufnehme. Und ich wollte halt erst meinen PC in Ordnung bringen, sodass ich wirklich in Ruhe sagen kann, ich nehme jetzt hier mal eine Stunde auf und cutte das dann einfach nachher. Oder nimm auch mal einfach 40 Minuten Parts auf, meinetwegen. Das habe ich mich bisher aber nie getraut, weil ich halt immer Angst hatte, mein PC stürzt ab. Wenn das jetzt alles hier vernünftig läuft, dann werde ich das auf jeden Fall, dann wird es auch wieder richtig abgehen hier, glaube ich, mit Content bei mir. Wenn ich merke, dass der PC sicher läuft und so. Denn das war so der Hauptgrund die letzten Wochen und Monate, dass ich zwar immer natürlich regelmäßig meinen Content hier bringen konnte. Das habe ich ja einigermaßen geschafft. Aber ich hätte den Urlaub, jetzt habt ihr ja gesehen, da kamen ein paar Tage ja nichts, was natürlich kein Drama ist. Aber das hätte ich locker geschafft, wenn der PC nicht rumgespackt hätte. Da hätte ich sowieso jetzt schon Wochen wieder vor hochgeladen. Also, und jetzt habe ich nur bis nächste Woche noch irgendwie, was auch kein Thema ist. Aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Also wenn der PC von sich laufen würde, würde ich noch viel mehr machen können, weil ich einfach nicht dieses Problem mit nochmal aufnehmen, oh, ist schon wieder abgestürzt, jetzt muss ich wieder neu laden und so eine Scheiße. Wenn das alles wegfällt und das Ding stabil läuft, dann, ja, dann bin ich wieder zufrieden. Dann werde ich, glaube ich, auch richtig hier durchstarten wieder mit meinen ganzen Projekten. Ja, deswegen No Man's Sky, also das geht weiter. Ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Wie lange, das weiß ich nicht, weil bisher habe ich von fast allen Leuten gehört. Am Anfang so, boah, geil, es macht Spaß und so. Und dann nach ein paar Stunden, ich habe es abgebrochen. Das haben bisher wirklich alle gesagt. Ich habe noch keinen von meinen Leuten so da gehört oder habe was gelesen von denen. Ja, geilste Spiel überhaupt. Spiele ich jetzt 30 Jahre. Die meisten haben es nach ein paar Stunden abgebrochen, weil es halt irgendwie langweilig ist. Ich stehe ja auf so langweilige Sachen, wollte ich fast sagen. Ich stehe ja auf solche Sachen, solche Spiele. Einfach was erkunden, ein bisschen sammeln, farmen, grinden, bla bla bla. Ich werde es mir in Ruhe mal angucken, mit euch zusammen natürlich im Let's Play. Und dann entscheiden wir einfach vielleicht zusammen oder ich entscheide später, was da mit dem Spiel passiert. Vielleicht gefällt es mir auch und ich ziehe es durch. Eine ganze Weile, wer weiß das schon so genau. Bevor ich aber mit No Man's Sky weitermachen werde, möchte ich unbedingt endlich Uncharted beenden. Das ist eigentlich ja kein großes Spiel. Aber ich dachte, ich habe schon Wochen vor, wann kam das eigentlich raus, Uncharted, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall schon Wochen vor dem Urlaub habe ich mir gedacht, ja, nimmst du dir mal ein Wochenende, so ein, zwei Abende, dann ziehst du das durch. Und da kam dann wieder das Problem mit meinem PC. Ich habe dann nämlich angefangen aufzunehmen und dachte, geil, heute, da hast du richtig Bock drauf, jetzt ziehst du hier mal so 4-5 Stunden durch bei Uncharted und nimmst alles auf, dann hast du direkt 10 Parts oder sowas. Pustekuchen, weil mein Rechner abgestürzt ist damals wieder. Und dann habe ich wieder keinen Bock gehabt. Dann habe ich einen Part gehabt. Ah, ja, komm, scheiß drauf, schneid den Kack zusammen und dann lädst du es hoch. Und dann hatte ich wieder nur einen Part in einer Woche oder in zwei Wochen. Und das ändert sich jetzt schon, denn ich habe hier meinen Zettel. Ich weiß nicht, ob man das... da kann man nämlich schon erkennen. Boah, das ist hier unten so fies schwül heute auch drin. Der ganze Zettel ist... wobei kann auch daran liegen, dass es eben hier auf dem Tisch lag und ich... der Tisch ein bisschen nass war von meinem, von hier, diesen Flaschen. Wenn die so nass und kalt sind, dann, egal. Wird es ein bisschen klamm. Hier kann man schon erkennen, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt das lesen könnt. Uncharted. Nächste Woche kommen nochmal zwei Parts und ich werde versuchen, das noch so ein bisschen weiterzuführen, dass mindestens zwei Parts die Woche Uncharted kommen. Damit ich, wenn FIFA 17 rauskommt, wie gesagt, ich will bis Ende des Monats FIFA 17 und auf jeden Fall Uncharted beendet haben, FIFA 16 meine ich, sodass ich dann ab Oktober oder vielleicht auch schon vorher, wenn ich natürlich jetzt Uncharted an zwei Abenden beenden kann, ich lade die Videos ja nicht alle einem Tag hoch, dann habe ich ja für ein paar Tage wieder Vorlauf, das heißt, dann wird es auch mit No Man's Sky weitergehen, aber das grobe Plan ist, um das mal so kurz zu erwähnen, vielleicht interessiert es euch auch gar nicht und ihr denkt, lad einfach hoch, wir gucken schon mal, worauf wir Bock haben. Aber ich möchte es kurz erwähnen, denn vielleicht werde ich, oder der Plan ist, dass ich bis Ende September Uncharted fertig oben habe, FIFA 16 fertig habe, sodass ich dann mich nur noch um Dark Souls, No Man's Sky und FIFA 17 erstmal kümmern muss. So, das reicht doch dann wahrscheinlich. Und in ferner Zukunft soll es dann so sein, dass ich neben FIFA 17 immer nur ein Spiel let's playen werde.
Denn ich habe jetzt gemerkt, mir macht das Spaß. Ich mache wirklich gerne diese ganzen Videos und viele verschiedene Sachen. Ich merke ja auch, dass es gut ankommt bei euch. Selbst FIFA kommt ja gut an. Nur halt, es gibt immer ein paar Daumen runter, wobei ich da jetzt eine Erklärung dazu habe, endlich, warum das so ist. Und ich denke mir, viele sehen das halt genauso. Die geben einen Daumen runter, wenn ich gegen schwache Mannschaften 6-0 gewinne. Sodass ich auf Legende umstellen muss. Das wollen sie, glaube ich, damit bezwecken. Aber generell kommen ja meine ganzen Let's Plays, meine ganzen Projekte und meine anderen Videos immer gut an bei euch. Es gibt immer so eine bestimmte Zuschauerschaft, der eine guckt gerne Uncharted, der eine guckt gerne FIFA, der eine guckt nur Dark Souls, der eine guckt nur die Vlogs und so weiter. Es gibt natürlich auch viele, die gucken alles, was ich natürlich großartig finde. Aber es ist schon schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, jetzt habe ich Dark Souls, FIFA, Uncharted, No Man's Sky und theoretisch hätte ich auch noch Far Cry und ich wollte Ratchet & Clank anfangen. Das ist alles viel zu viel. Das geht einfach alles nicht. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich dann so, es werden trotzdem täglich dann Videos kommen, aber halt immer nur zwei verschiedene Spiele. FIFA plus noch ein anderes. Oder halt zwei andere. Das ist aber das Maximalste, was dann kommt. Es kommt darauf an, auch, was es für Spiele sind. Wie gesagt, wenn es dann auch so No Man's Sky ist, was dann so unendlich läuft, dann geht das ja auch noch. Und dann immer noch ein Story-Spiel mit dazu. Also werde ich mal sehen, wie ich hinkomme. Aber so wie es jetzt momentan ist, ist es echt krass anstrengend, muss ich schon sagen. Dass, wenn dann der PC noch Mucken macht, dann steht man echt doof da. Ja, dann habe ich noch gespielt, Uncharted 4, brauche ich nicht zu erwähnen, wisst ihr selber. Großartiges Spiel, also wirklich eins der besten Spiele, die sind überhaupt für die PS4, wie ich finde. Es gibt zwischendurch mal so ein paar Situationen, wo ich mich ein bisschen drüber aufrege oder mich das ein bisschen nervt. Aber das ist meistens so schnell dann doch verflogen oder ich habe dann so schnell doch den Dreh raus, wie das geht und bin an diesem Part, wo ich da gerade hänge oder keinen Bock drauf habe, so schnell vorbei, dass es dann danach wieder richtig gut wird, dieses Spiel. Und es ist einfach so geil inszeniert und es ist manchmal echt lustig und dann doch wieder dramatisch auf einmal und es kommen Wendungen, die man so nicht vorhergesehen hat. Das Gameplay ist natürlich immer sahnemäßig. Es ist einfach auf jeden Fall eins der besten Spiele dieses Jahres und auch für diese komplette Konsolengeneration bisher, muss man einfach so sagen. Ja, Uncharted 4. Guckt gerne mal als Let's Play rein, wer es noch nicht angeguckt hat. Vor allem die nächsten Parts jetzt, die werden sehr, sehr gut. Vor allem ist mein PC auch nicht abgestürzt, also kann man sich mal geben. Ja, FIFA 16, Dark Souls 3. Dark Souls 3 natürlich, spiele ich auch weiter, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dieses Spiel. Ich habe jetzt ein bisschen nachgelevelt. Ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen überlevelt für das, wo ich jetzt da dran bin, in diesem Bereich. Hat man auch bei dem letzten Boss gemerkt, bei dem Hohepriester Sullivan. Oder Sullivan, ja, wahrscheinlich nicht Sullivan, sondern Sullivan. Der hätte mir, wenn ich so 10 Level drunter gewesen wäre, was wahrscheinlich normal gewesen wäre für diesen Bereich, bin ich wahrscheinlich 10 Level drüber oder sagen wir 5 Level drüber, dann hätte der mir schon noch mehr Probleme gemacht. Und jetzt hatte ich auch ein bisschen Glück, dass ich einfach ihn schnell gelegt habe, nach, glaube ich, 8 Versuchen oder sowas, 6, 7, 8 Versuchen, mehr waren das eigentlich nicht. Und ich dachte am Anfang, ja, boah, da siehst du gar kein Land, das wird nichts. Aber es hat dann doch irgendwie funktioniert. Und es lag, glaube ich, auch viel wirklich daran, dass ich ein bisschen überlevelt war. Ich habe eben, bevor ich Fallout 4 reingeschmissen habe, habe ich gedacht, ja, die Installation von den Updates wird ja nicht so lange dauern, farmst du so lange einfach noch ein bisschen. Habe dann noch ein Level gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt Level 70 oder so, also 71 und werde das erstmal lassen, denn ich möchte ja nicht mit Level 100 jetzt da rumrennen irgendwann und alles so wegklatschen, in Anführungszeichen, sodass es dann zum Zugucken auch zu langweilig wird. Würde mir natürlich in die Karten spielen, wenn ich da mit Level 100 rumrenne, wo ich jetzt Level 70 sein müsste oder 60 und hau die alle so gut weg. Macht aber eigentlich nicht viel Sinn. Macht das Spiel auch ein bisschen, ja nicht kaputt, aber ja, ich mag es auch nicht, wenn man so. Was ist mit meinem PC jetzt gerade passiert? Ich mag es auch nicht, wenn man so viele Tricks benutzt bei den Bossen oder wenn man da irgendwelche Glitches ausnutzt oder was auch immer. Und deswegen werde ich mich auch nicht so hardcore überleveln. Ja, wie lange nehme ich denn schon auf? Ich mache mal eben hier, ich klappe mal hier total unauffällig. Seht ihr gar nicht, dass ich das mache gerade. Das Ding hoch. Ah, 40 Minuten. Boah, das geht ja eigentlich doch. Ich dachte, ich wäre jetzt nur so 20 Minuten am Labern. Es kommt Ende der Woche ein sehr cooler Snackcheck, wie ich finde. Ich habe momentan auch mega Spaß daran, einfach die Videos, vor allen Dingen so kurze Videos wie Snackchecks, Vlogs, was auch immer, so halt einfach was zusammenzuschneiden. Beim Monatsrückblick werde ich nicht anfangen, jetzt hier Irms und Uns und kurze Denkpausen und Trinkpausen rauszuschneiden. Das macht keinen Sinn, denn
wenn ich jetzt hier anfange, so ein Video, was 40 Minuten geht, runterzuschneiden auf meinetwegen die Hälfte, weil ich so viel rausschneiden kann oder möchte oder will, das wird auch so ein bisschen das Feeling vom Monatsrückblick, glaube ich, kaputt machen. Es haben auch viele schon geschrieben, bei den letzten Vlogs habe ich ja so ein bisschen gecuttet. Ich cutte aber nur, das kann ich jetzt mal erwähnen, noch, wie zum Beispiel der Bernie hat immer gesagt, boah, nee, jetzt fang du nicht auch noch mit diesen Schnitten an in den, während den Sätzen und so. Ich mache das natürlich nur, wenn ich das merke in einem Vlog. Ich sitze da und habe 10 Minuten geredet und habe 1A gesprochen. Ich habe keine Hänger gehabt, keine Denkfehler. Ich habe keinen Satz gesagt, den ich vielleicht besser rausschneiden sollte, weil man ihn nicht versteht oder sowas. Dann lasse ich natürlich das komplett so, wie es ist. Dann werde ich ja gar nichts schneiden. Wenn ich aber merke, dass ich oft Hänger hatte, dass ich vielleicht einen Satz gesagt habe, der gar keinen Sinn ergibt, was bei mir häufiger vorkommt, ist mit Sicherheit in diesem Video jetzt ja auch ein paar Mal vorgekommen, dann schneide ich es natürlich raus. Weil wenn ich in einem Snackcheck andauernd sitze und sage, oder trinke oder kaue, da schneide ich natürlich alles raus. Das sieht dann erstens viel besser aus, also ich gucke mir solche Videos selber viel lieber an, anstatt jemanden, der da sitzt und 73 Mal nachdenkt und sagt, und wenn er was probiert, meinetwegen, ich gucke mir selber auch solche Snackchecks schon mal an. Ich habe jetzt niemanden abonniert, der das noch so regelmäßig macht, aber ab und zu, dann gucke ich ja mal selber, was machen die so. Gibt es schon von dem Rockstar Organic, gibt es da schon andere Videos von oder sowas. Und wenn ich dann jemanden sitzen sehe, der dann halt total behindert da sitzt und total langweilig das Ding probiert und so, du hast lecker, das gucke ich mir nicht gerne an. Ich möchte ja auch so ein bisschen unterhalten werden und da habe ich momentan einfach Bock drauf, solche kurzen Videos so ein bisschen zusammenzuschneiden, ein bisschen lustig zu machen. Vielleicht guckt euch am besten einfach mal den nächsten Rockstar, ich kann es schon mal spoilern, der nächste Snackcheck wird wieder ein Rockstar Energy Drink. Und zwar ist es diesmal Pineapple Coconut. Der kommt jetzt am Freitag. Und den habe ich jetzt die letzten Tage aufgenommen, zusammengeschnitten. Und dieses Video, ich persönlich finde, es ist super geworden, weil mir spontan zwischendurch so kleine Gags eingefallen sind, die ich einbauen kann. Und ich hoffe, ich habe es ganz gut umgesetzt. Deswegen wartet auf Freitag, freut euch vielleicht auf diesen Snackcheck und stellt euch auf weitere Videos in dieser Machart ein. Das muss kein Snackcheck sein, wie gesagt, Vlogs. Wenn ich zwischendurch mal unterwegs bin und denke mir, ja, ich schneide das mal kurz raus, dann schneide ich das auch so ein bisschen zusammen einfach. Why not? Ich finde es ja, find's nicht schlimm. Also, und ich glaube, der größte Teil der Zuschauer, das ist auch immer so, das kann ich auch mal kurz erzählen, das finde ich nämlich immer sehr lustig eigentlich. Die meisten oder viele sagen immer, ja, ich gucke mir nicht gerne so gecuttete Videos an. Ich meine, ich mache ja keine Jump Cuts. Ist ja nicht so, dass ich hier sitze und auf einmal sitze ich hier, weil ich mich extra hier hingesetzt habe. Und dann warte ich kurz, dann hänge ich auf der Seite oder auch meine Jacke an oder so eine Scheiße. Das mache ich ja nicht. Ich schneide einfach nur ein bisschen was raus aus den Videos oder, keine Ahnung, zoom mal kurz ran oder was weiß ich. Aber viele sagen halt immer, ich mag keine Jump Cuts und ich mag diese ganz gecutteten Dinger nicht. Dann mache ich aber mal so ein Video, dann hat das voll die Daumen nach oben. Die meisten Leute schreiben dann, ja, cooles Video, voll gut geschnitten und hat Spaß gemacht, das zu gucken und so. Also, ne? Ihr versteht, was ich meine. Das ist immer so ein bisschen, auf der einen Seite sagen die meisten, ich habe keinen Bock auf die ganzen Schnitte, das nervt mich. Aber mache ich dann mal so ein Video mit so vielen Schnitten und Effekten und was weiß ich, dann ist es immer, yeah, voll geil, bestes Video seit langem und so. Merkwürdig. Aber wie gesagt, stelle ich darauf ein, dass einige Videos ein bisschen abseits der Let's Plays, weil die Let's Plays werden so bleiben, denn ich bin jemand, der die Spiele würdigt. Ich möchte, wenn ich bei den Let's Plays die Spiele spiele, was bei einem Let's Play normal ist, dann will ich das Spiel würdigen. Ich möchte es ja nicht mich darüber setzen. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen vielen Let's Playern. Es gibt einige Let's Player, die das Spiel würdigen. Und so sehe ich zum Beispiel jetzt auch mal Gronkh. Gronkh ist jemand, zumindest ich gucke jetzt nicht regelmäßig rein, aber immer mal wieder schaue ich mir so mal ein paar Videos von ihm an und klicke mal so durch. Und immer wieder stelle ich bei ihm fest, dass er auch sehr ruhig kommentiert. Er kann natürlich auch ausflippen, kann ich auch. Aber er würdigt auch meiner Meinung nach die Spiele. Es gibt andere, die spielen nur, um sich selber zur Schau zu stellen und selber voll am Rad zu drehen. Und ja, da bin ich halt auch anders, würde ich mal so behaupten. Deswegen werden die Let's Plays nicht gecuttet. Es sei denn, ich mache so einen Zusammenschnitt oder mache irgendwie so ein Angezockt. Bei einem Angezockt könnte es auch sein. Ich habe da nämlich schon so eine Idee. Aber die schwirrt mir schon so lange im Kopf rum, habe ich aber nie umgesetzt, weil mein PC halt immer scheiße war. Wird dann jetzt auch vielleicht bald kommen. Ja, so viel. Ich hoffe, ich habe jetzt heute, ich habe glaube ich heute voll durcheinander gelabert. Das, falls das so war und ihr konntet mir nicht folgen, tut es mir leid. Schreibt mir gerne zu sämtlichen Sachen
eure Meinung in die Kommentare. Das muss ich ja hoffentlich nicht mal erwähnen. Das sollte eigentlich klar sein. Gibt es denn irgendwie einen Kanal des Monats? Nee, ich glaube nicht. Also, ich hatte, glaube ich, diesen Monat keinen Kanal, wo ich sage, boah, da habe ich jedes Video von weggesnackt. Ich habe sowieso nicht, was habe ich denn geguckt? Ich habe Jedi-Win viel geguckt, ich habe den Gute-Laune-Typ ein bisschen geguckt. Natürlich meine üblichen Verdächtigen hier habe ich geguckt. Es kamen nicht allzu viele, auch nicht allzu viele Videos, wo ich sage, boah, die waren herausstechend. Da lassen wir es halt diesmal einfach weg. Der Kanal des Monats, das bin ich. Mein Kanal ist dieses Mal Kanal des Monats. Oh Gott, wie scheiße. Naja, das war's, glaube ich. Genau, das war's. Ich weiß aber jetzt schon, was nächsten Monat mein Video des Monats wird. Und das wird beim Pronobau auf dem Kanal kommen. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich hoffe, er schneidet das gut zusammen. Okay, dann würde ich sagen, im September kommen, ich mache ja immer noch so kleinen, fällt mir gerade so spontan ein, so einen kleinen, was ich jetzt immer bisher gemacht habe, einen kleinen Vorblick hätte ich fast gesagt, eine kleine Vorschau auf den nächsten Monat, nämlich September. Was kommt im September eigentlich raus für mich? FIFA 17 kommt raus, Ende September. Und ursprünglich sollte ja noch Final Fantasy rauskommen, wurde verschoben auf November. Von mir aus kann auch noch irgendwas verschoben werden auf Januar, Februar. Denn dadurch, dass ich jetzt den PC gekauft habe, habe ich einige Sachen storniert schon und habe nur die wichtigen Sachen oder die ich halt am liebsten hätte, habe ich mir vorbestellt gelassen. Zum Beispiel FIFA 17 halt, klar. Dann habe ich Battlefield 1 habe ich storniert. Ich habe noch vorbestellt Last Guardian in der Collector's Edition. Ich habe Gran Turismo Sport in der Collector's Edition vorbestellt und The Fractured Butthole, hier South Park, habe ich vorbestellt in der Collector's Edition, wobei ich das sehr wahrscheinlich auch stornieren werde. Ich lasse es erstmal drin und das kommt erst im Dezember irgendwann. Werde ich mal sehen. Ja, also im September kommt jetzt gar nicht viel. Dadurch, dass ich das Final Fantasy verschoben wurde und einige Sachen mich nicht interessieren, kommt für mich nur FIFA 17 diesen Monat raus und das kommt erst Ende des Monats. Also habe ich noch bis Ende des Monats Zeit, um alle Sachen, die ich noch hier so rumliegen habe, fertig zu machen und durchzuspielen. Sehr schön. Dann war es das jetzt auch nach fast 50 Minuten. Ich hoffe, es war okay mit der Kamera, mit dem Ton und so. Könnt ihr mir gerne auch noch in die Kommentare schreiben. Ich werde bestimmt das nächste Mal noch hier eine andere Lampe irgendwie machen, wenn ich so schräg sitze, weil die Softbox ist jetzt da, wie man erkennen kann. Ich bin hier ziemlich dunkel. Ich habe noch die andere Lampe, aber die wollte ich nicht anmachen, weil es einfach zu warm ist. Wenn die auch noch an ist, dann habe ich hier... Dann platzt mein Schädel. Und das möchtet ihr nicht sehen, glaube ich. Okay. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.